Hi, ich will eine Video-Antwort machen für mein Jador, weil sie hatte dieses Bronzer-Video gemacht und ich fand das sehr interessant und ich finde ihre Bronzer wunderschön, weil sie hat eine ganz schöne Menge, da schaue ich eher arm dagegen aus. Ich benutze zwar auch gerne Bronzer, ich habe auch heute auch wieder einen drauf, aber nicht, natürlich nicht so wie sie, aber ich will trotzdem eine Video-Antwort drauf machen, weil durch sie habe ich eigentlich so angefangen, Bronzer zu benutzen. Um das mal auszuprobieren. Passt das so? Fangen wir aber gleich mal an. Also, einer meiner ersten war der von MAC. Das ist ja eigentlich so ein Skin Finish, aber ich nehme das als Bronzer, ist doch egal. Das ist nämlich zu dunkel, nur so. Ich benutze ihn als Rouge und auch als Bronzer hier. Der ist cool, sehr cool. Swatchen werde ich euch ihn nicht, glaube ich, oder? Soll ich ihn swatchen? Swatchen wir mal. Aber man wird ja das nicht so gut sehen, weil das Licht. Das Wetter ist auch so doof heute. Ja, oh ja, man sieht ihn hier. Ich habe auch nichts mitgenommen, wo ich mich abwischen kann. Sehr gescheit. Das ist der Sunny by Natural. Den habe ich mal bekommen. Weil ich ja geschminkt worden bin. Habe ich hier auch schon oft genug erzählt. Aber den Link könnte ich euch auch unten verlinken, falls ihr das sehen wollt, wie mich meine MAC Moni geschminkt hat. Der ist auf jeden Fall wunderschön. Ich sage das hier jetzt zu jedem. Ja, dann einer von meinen anderen, was ich noch gekauft habe, den ich wirklich, wirklich liebe, das ist der von Alverde. Der heißt auch was mit Sunny. Sunny Bronze. Die kommen ja jetzt ins Standardsortiment. Oh, finde ich voll cool. Hier habt ihr den, das ist der hellere. Hoppla. So, swatchen wir mal. Ich finde den Geruch auch so cool von dem, der ist hier. Gott, ich mache die Swatches so groß, das wird sich dann nie ausgehen. Den mag ich auch eigentlich sehr, sehr gern. Den benutze ich auch eigentlich öfter als alle anderen. Aber ich habe ja nicht so viele. Ich glaube, da ist das dann nicht so schlimm. So, als nächstes ist der von. Ich zeige ihn euch mal so. Hier. Der von Catrice. Den benutze ich auch wahnsinnig gern. Da habe ich jetzt auch ein Backup, weil den habe ich auf einem Blog Sale gekauft. Das habe ich auch, da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Kann ich euch auch unten verlinken, falls denjenigen das interessiert. Das ist der aus dieser Bohemia-Eli. So. Hier, die schauen sich eigentlich relativ ähnlich. Das ist ja voll peinlich. Hier ist er. Aber der ist eindeutig matt. Sehr, sehr matt. Was frisst du schon wieder? Sparky! Achso, ein Hund. Dann ist er was anderes. Okay, als nächstes. Die Marke gibt es ja bei uns nicht mehr. Die ist ja rausgegangen. Bourjois oder sowas. Hier. Ich habe das letzte Mal in meinem Video, glaube ich, falsch ausgesprochen. Oh, was soll's. Das ist so ein Schokoteil. Der sieht aus wie ein Schoko-Dings. Riechen du da nicht danach? Aber was soll's. So, swatchen wir sich mal zu Tode hier. Der ist hier. Den benutze ich auch relativ selten. Aber nur, weil ich Angst habe, dass er mal leer wird. Weil den gibt es ja bei uns nicht mehr. Schande, 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 Schande. So, dann will ich euch noch eins zeigen. Ich weiß, ich rate das so durch, aber ich habe nicht so viele, also bräuchte ich das Video auch nicht so lange machen. Das ist der von Hofer, den habe ich auch mal in meinem Favoritenvideo gezeigt. Na, gehst du auf. Das ist der mit der Sonne drauf, auch mit zwei Seiten. Swatchen. Swatchen. Also, das ist natürlich gemischtes Swatch. Der ist. Momentchen. Hier. Und der hat wenigstens eine andere Farbe als die anderen alle. So ein Weltwunder. So ein. War er das jetzt? Ja, das war. Ich kenne mich da immer nicht mehr aus. Aber die Farbfamilie ist ja relativ gleich. Aber er ist schön samtig, schön weich. Also für das, dass er so billig ist, gar nicht so schlecht. Jetzt kommen wir zu den zwei letzten und die sind von der Deko. Da habe ich einmal den von der alten Sommer. Jetzt sieht man das Muster wenigstens. Das Muster ist nämlich komplett weg bei mir. Komplett. Ja. Den kennen sicher viele, weil denn die Art Deco Bronzer sind eigentlich sehr, sehr beliebt. Und der Swatch war auf einer sehr, sehr dummen Stelle. Da. Sieht man, glaube ich. Den benutze ich auch sehr, sehr oft. Einfach weil. Der Geruch auch so schön, Geruch auch so schön ist. Und der ist relativ groß. Also ich mag solche großen Bronzer sehr, sehr gern. So, dann noch einen von Art Deco. Das ist der, was jetzt in der Leder ist.
Kann ich mir nicht merken. Link in der Infobox von dem Gesichterpost. Wieder einmal. Ich mache die Infobox immer so voll. Und dann wundere ich mich immer. Das ist der hier, wo ich auch das Shimmerpuder habe. Das habt ihr in dem Haul schon gesehen. Der ist noch relativ unbenutzt. Weil ich gehe nur... Also der hat ja auch so ein hübsches Muster. Genau das, was auf dem Deckel drauf ist. Das will man aber nicht sehen. Oder? Oh ja, ein bisschen sieht man es. Ich verlinke euch den Post, wo ich die Swatches habe, unten. Dann könnt ihr das auch ein bisschen besser sehen. Weil von den anderen, glaube ich, habe ich keinen. Oh ja, ich glaube von dem. Den verlinke ich euch auch unten. Von den restlichen, glaube ich, nicht. Aber das macht ja nichts. Hier. Und ich benutze nur da in der... Moment, ich zeige euch das mal. Hier in der Mitte. Weil da ist nämlich so eine Lücke und da kann man sehr gut mit dem Pinsel rein. Und da gehe ich auch mit dem Pinsel rein, damit ich nicht das Muster kaputt mache. Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich mein Bulli da irgendwie voll mache. Was aber auch nicht ganz funktioniert, weil ich komme trotzdem immer an den einen Musteranteil da an. Aber was soll's. Na, ich swatche immer so doof. Hier unten ist er. Wo swatche ich das hin? Da. Aber da verlinke ich euch auch einen Post unten, damit ihr das sehen könnt. Alle wunderschön. Also, favoritentechnisch ist es auf jeden Fall zurzeit der. Und dabei kein anderer. Ich benutze jetzt am häufigsten den dabei. Aber das wechselt immer. Ich habe nicht so einen Liebling. Einmal ist es der, einmal ist es der, einmal ist es der. Bei mir ist das immer verschieden. Es kommt immer auf die Laune an und auf das, was gerade in der Nähe ist. Und den benutze ich halt dabei am meisten. Ja. Oh, mein Hut. Nein. Er ist schon wieder doof. Jo, was ist mit dir? Kuscheln wir wieder vor der Kamera. Das haben wir ja schon so lange nicht mehr gemacht. Komm her. Oh, jo. Jetzt geht es ihm übrigens wieder besser, weil in dem Haul ging es ihm ja nicht so gut. Er hat die Spritze gekriegt und ihm geht es wieder besser. Ja, er hat schon wieder die Kuschelphase. Live vor der Cam. Okay, das war's jetzt. Nicht die Swatches abschlecken. Das war's jetzt. Oh mein Gott. Das war's jetzt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dank dem kleinen Passagier hier, weil der macht ja immer das Video cool. Oh, na, was machst du? Also, wir sehen sich im nächsten Video. Tschüss. Moment.